Servus, in dieser Folge hier geht es ums Aufarbeiten von der Speichen. Sind jetzt nicht mechanisch defekt, aber sind halt ziemlich rostig. Aber ich habe eigentlich eh vor, die Speiche zu lackieren. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das Ganze wieder aufarbeiten können. Der erste Schritt beim Aufarbeiten, wo ich jetzt benutze, ist, die Speichen sind soweit alle ziemlich dreckig, aber rostfrei, kann man eigentlich sagen. Was ich jetzt da sehe, das sieht alles gut aus. Die muss ich nur noch durchzählen, ob ich da wirklich alle habe oder ob nicht ein paar in der Mechanik von der Hebebühne drin hängen. Die Köpfe von den Speichen, die sind halt gerade auf der Seite, wo sie in der Felge drin waren, sind die ziemlich rostig. Ich glaube, das klappt wieder nicht mit dem Scharfstück da. Die sind halt relativ rostig. Jetzt könnte man sich den Kram natürlich neu kaufen. Allerdings habe ich gedacht, ich zeige auch mal die Aufarbeitung von solchen Sachen. Wenn man nicht unbedingt so schnell und so leicht an eine neue Sache rankommt oder wenn man sich halt ganz einfach das Geld sparen will. Weil in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich die Speiche eh lackieren will und dann, ja, wenn sie dann verchromt sind, ist eh kacke. Und deswegen, solange sie nicht irgendwie mechanisch zu arg vom Rost angegriffen sind, versuche ich jetzt mal den Rost zu entfernen. Was da natürlich ein bisschen kacke ist, wobei im Gewinde selbst ist nicht so viel Rost, das ist schon mal gut. Aber der erste Schritt, den ich mache, dass ich jetzt eine absolut außergewöhnliche Chemikalie benutze, um erstmal den Rost zu bearbeiten, und zwar benutze ich Phosphorsäure, weil Phosphorsäure nur mit dem Rost reagiert und nicht mit dem Stahl. Und wo kriegt man so Phosphorsäure her? Das ist ein hochkomplexer Vorgang, sich Phosphorsäure zu besorgen, und zwar ja, das ist jetzt mein Ernst. Also ich lasse die jetzt mal ein paar Tage in Cola liegen. So. Dann kann man sich auch ausrechnen, wie viel die Chemikalie kostet. Das sieht jetzt schon, wenn die Cola noch frisch ist, sieht es schon richtig eklig aus. Da. Aber wir werden mal gucken, wie das in, ich werde mal halt oben rein gucken. Ich weiß nicht, wie lange sie drin liegen lassen muss. Aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber das ist halt auch nur der erste Schritt. Der zweite Schritt seht ihr dann gleich. Das ist jetzt eher ein Teil, das man seltener in Autowerkstätten sieht. Also irgendwelche Sportschützer und Jäger wissen schon, was das ist. Allerdings Autowerkstätte ist relativ selten. Ich missbrauche das Teil immer als Poliertrommel oder als Ersatz für Poliertrommel. Und für so Speiche zu reinigen und so weiter ist es natürlich ideal. Allerdings weiß ich nicht, ob der Durchmesser ganz ausreicht für die lange Speiche. Ja, doch geht. Und zwar, so ein Ding wird normal verwendet, für die Patronenhülse aufzupolieren. Ich habe das noch nie für sowas eingesetzt, weil ich habe keine Patronenhülse oder so in die Richtung. Allerdings habe ich schon oft eingesetzt, für Kleinteile zu reinigen oder vom Rost zu befreien oder vom Dreck. Und ich benutze jetzt hier natürlich auch dafür. Und zwar kommt da das Zeug neu. Das ist jetzt, also man kann verschiedenes nehmen. Man kann so Nussschalsplitter sind das teilweise. Ich versuche jetzt das mal mit dem. Es kann aber sein, dass das nicht hart genug ist als Schleifkörper. Da gibt es aber noch, oh, wie heißt denn die komische, nicht Blumenerde, sondern da gibt es ein Granulat, wo Wasser einzieht, wo man die Blume reinstecken kann. Die Trommel macht eigentlich nichts anderes, wie dass sie die ganze Zeit vibriert. Und jetzt tue ich mal die ganzen Speichen da rein. Erstmal die kleinen. Deckel drauf.
ich mal gespannt, wie sich das auf deinem Tisch da anhört. Jetzt lassen wir das mal zeitlang laufen. Weil es eigentlich für das Funktionsprinzip, so Poliertrommel, kostet halt ein Schweinegeld. Und die Dinger da, die kann man schon unter 100 Euro kaufen. Schauen wir mal das hier aus. So. Also das ist jetzt so ein leichter Grünstich. Aber soweit. Es ist halt wirklich das hartnäckige Zeug da, ist nicht runtergegangen. Ich denke, als Finish ist das Material wirklich gut. Aber für das, was ich jetzt mitmachen wollte, ist es einfach nicht scharfkantig genug. Aber da gibt es einen kleinen Trick. Wenn man so Schleifkörper haben will, wo relativ günstig sind, dann kauft man sich, wie heißt das Zeug, Pflanzengranulat. Das brauche ich gerade mal schön. Das kann man das dann aus. Wenn das Zeug jetzt anlangt, merkt man schon, das ist so richtig scharfkantig. Ne? Bin ich mal gespannt, ob ich bei dem ein besseres Ergebnis habe. Ist immer doof, wenn man die Hälfte neben dran schüttet. Wenn es zu scharfkantig ist, ist es natürlich auch nichts, ne? Weil schon erst irgendwann die Plastiktrommel durchgerieben. Und jetzt lassen wir es mal wieder laufen. Jetzt habe ich es zweimal 20 Minuten durchlaufen lassen. Oh, da dreht man sich immer ab. Hey. Jetzt bin ich mal aufs Ergebnis gespannt. Staubig, aber sauber. So wollte ich sagen. Ich denke, wenn ich jetzt noch eine Runde mit dem feinen Granulat hier durchlaufen lasse, dann sehen die Dinger richtig, richtig hübsch aus. Also die Verschraubungen sind jetzt auch mit dem Kopf durchgelaufen. Ich sortiere die jetzt mal raus und nehme dann nochmal das feine Zeug hier. Und dann wird man sehen, wie es am Schluss aussehen. Die sehen eigentlich ziemlich rostfrei aus. Jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass das mit dem kleinen Granulat auch durchgelaufen ist. Und jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis an. Also die sind komplett vom Rost befreit. Und genau so wollte man es ja eigentlich auch haben. Jetzt fokussiert er wieder schlecht. Das war's jetzt schon wieder mit der Folge. Ihr habt jetzt gesehen, das Gerät kann man natürlich nicht nur für die Speicher benutzen, sondern ich tue da eigentlich damit sehr viele Kleinteile aufarbeiten. Das habe ich mir sogar vor kurzem erst neu zugelegt. Tatsächlich das alte, das ich gerade habe, das hatte ich ewig und habe das auch benutzt für irgendwelche exotische Schrauber an Amis, wenn die total verrostet waren und so, habe ich die auch immer da neu geschmissen und habe geguckt, dass ich sie da damit wieder entrostet kriege, und so sieht es bei vielen Kleinteilen aus. Für was es auch ziemlich gut geeignet ist, ist, wenn man jetzt neue Speicher hat und die verchromt sind, man will sie aber lackieren und dann muss ja der Chrom achtfach runter, und das kann man mit dem Gerät halt auch super machen. Ne? Das ist die letzte Folge vor Weihnachten, also wünsche ich euch alle schöne Weihnachten. Für mich wird es eher anstrengend, weil ich bin mit einer Russlanddeutschen verheiratet, wird das immer riesengroß gemacht, und das heißt dann auch für die Leber Kampfsport. Da braucht man normalerweise 6 Wochen Reha danach, wenn das Weihnachtsfest durch ist. Also wisst ihr dann auch, wenn ich irgendwelche böse Bemerkungen von mir gibt in der Vergangenheit oder in der Zukunft, die irgendwie gegen Russlanddeutsche gehen, ich darf das, ich bin Insider. Ne? Also, bis zur nächsten Folge und tschüss. Deswegen schütze ich aus, der Deckel wirkt so. Oh. Ja, man sollte vorher den Stecker raussehen. Bleh. Ja, weg.
Discord und Plan hinher. Das ist etwas auch.